Meine sehr verehrten Freunde, es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich denke mal, ich kann euch jetzt willkommen heißen hier zum Ankündigungsvideo für die FIFA Champions League 2019 und die FIFA Europa League 2019. Ja, meine FIFA-Konferenzprojekte, wenn man so sagen kann, oder Simulationsprojekte, die gehen in eine neue Runde. Und ja, einige freut das vielleicht, andere freut das vielleicht nicht so sehr, denn es gab tatsächlich immer mal Leute, die immer gefragt haben, wann es ja endlich losgeht mit der nächsten Saison, wenn man so sagen kann. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, wenn da ein gewisses Interesse an bestimmten Projekten besteht. Und gerade wenn es Projekte sind, die mir auch irgendwie Spaß machen, dann freut mich das umso mehr. Ja, FIFA Champions League und FIFA Europa League 2019. Also nicht wundern, wenn ich hier nebenbei ein bisschen woanders hingucke, weil ich gerade noch die Datei, von der ich das vorlese, öffnen muss. Eine Sekunde. Jawohl, jetzt habe ich alles gefunden und ich halte auch meine Kamera hier gerade in der Hand. Das ist ein bisschen schwer, da schläft mein Arm manchmal ein. Naja, also FIFA Champions League 2019 und FIFA Europa League 2019. Was gibt es da groß anzukündigen? Natürlich die Teams. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Und da fangen wir einmal mit der Champions League an. Das wird ein bisschen schneller gehen, weil da kann man jetzt so gut wie alle Teams von der abgelaufenen Champions League Saison halt auch wirklich übernehmen, weil es sie halt auch einfach jetzt in FIFA gibt. Tut mir leid, wenn ich mal ein paar Hänger so drin habe, weil ich habe die ganzen Listen schon vor einem Monat erstellt. Also, ich kann einmal kurz die Teams vorlesen, die an der FIFA Champions League 2019 teilnehmen werden. Das sind Borussia Dortmund, Atletico Madrid, der FC Brügge, die AS Monaco, der FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Inter Mailand, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, der FC Liverpool, der SSC Neapel, der FC Porto, Schalke 04, Galatasaray Istanbul, Lokomotive Moskau, der FC Bayern München, Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, AEK Athen, Manchester City, Olympique Lyon, Schachtja Donetsk, 1899 Hoffenheim, Real Madrid, AS Rom, Viktoria Pilsen, ZSKA Moskau, Juventus Turin, Manchester United, FC Valencia, Young Boys Bern und Red Bull Salzburg, ja. Bis auf den Red Bull Salzburg waren eigentlich alle Teams auch wirklich in der Champions League vertreten. Warum ist jetzt Salzburg da drin? Ganz einfach, weil das Team, gegen das Salzburg rausgeflogen ist, ich glaube, das war, ja, ich habe einfach gegen mein Ohr geflogen, glaube ich. Das war, glaube ich, verdammt, wie heißen die jetzt nochmal? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Fette Motte hier am Start. Roter Stern Belgrad, genau. Die gibt es leider nicht in FIFA als einziges Team. Und da habe ich jetzt halt das Team aus der Qualifikation genommen, was quasi so am besten ist. Und das ist halt Red Bull Salzburg. Und die sind halt jahrelang jetzt in der Champions League Quali gescheitert. Deswegen habe ich sie mir jetzt mal rausgepickt. In den letzten Jahren habe ich ja ein Top-Team wie Arsenal oder eins der Mailänder-Teams halt immer reingenommen, wenn nicht alle Teams vorhanden waren. Jetzt habe ich mal für diese Variante hier entschieden. Also das sind Teilnehmer der Champions League 2019. Und da wird es dann auch demnächst irgendwann Auslosungsvideos geben für die Gruppenphase. Also wahrscheinlich wird es noch im Juni oder Anfang Juli geben. Und dann sollte es auch schon direkt einmal starten. Und im Gegensatz zum letzten Jahr wird es jetzt wie in der ersten Saison so sein, dass jede Woche beide Konferenzen für einmal die Gruppen A bis D und einmal die Gruppen E bis H geben wird. Das war ja letztes Mal nicht so, da war das über zwei Wochen verteilt. Aber jetzt habe ich eine Möglichkeit, weil ich jetzt einen Laptop habe, die Spiele schneller zu simulieren und nebenbei andere Sachen an meinem PC mäßig so zu machen, weil hier läuft zum Beispiel auch gerade Qualifikation für die Euroleague noch, dazu gleich mehr. Das wäre jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, wenn ihr anhaltet und man sehen kann, was da passiert. Ja, und deswegen geht das Ganze ein bisschen schneller und ich kann mir das erlauben, das alles wieder in einer Woche zu bringen. Das heißt, in einer Woche wird es beide Konferenzen der Champions League geben, sowie die Zusammenfassung der Europa League Spiele. Das heißt, wir kommen ein bisschen schneller durch und das müssen wir auch, da ja bald schon FIFA 19, also in drei Monaten ungefähr, rauskommen wird. Und ja, das heißt, mein Kanal wird mit FIFA ziemlich zugespammt werden. Ja, soviel zur FIFA Champions League einmal. Und jetzt gehen wir über zum längeren Teil, nämlich der FIFA Europa League. Ich schließe immer das für die Champions League, genau. Bei der FIFA Europa League ist es so, dass es eben, da gibt es ja 48 Teams in der Europa League und 32 Originalteilnehmer gab es auch in FIFA. Die lese ich jetzt auch noch einmal vor. Das wären Bayer Leverkusen, der FC Zürich, Celtic Glasgow, RB Leipzig, Rosenborg Trondheim, Slavia Prag, Girondins Bordeaux, der FC Kopenhagen, Dynamo Zagreb, Fenerbahce Istanbul, RSC Anderlecht, der FC Arsenal, Sporting Lissabon, Real Betis Sevilla, Olympiakos Piraeus, der AC Mailand, der FC Villarreal, Rapid Wien, die Glasgow Rangers,
Spartak Moskau, Eintracht Frankfurt, Lazio Rom, Olympique Marseille, der KRC Genk, Malmö FF, Beşiktaş Istanbul, der FC Sevilla, Standard Lüttich, Dynamo Kiew, Stade Rennes, der FC Chelsea und PAOK Saloniki. So, das sind die 32 Teams, die es eben gibt. Das bedeutet, da sind 16 Plätze, die noch zu füllen sind. Und ja, dafür wird es wieder eine umfangreiche Qualifikation geben. Im letzten Jahr habe ich ja einfach so den HSV hineingetan, weil das mein Lieblingsteam ist, einfach für die ganze Arbeit quasi als Mini-Entschädigung, so, wenn man es so nennen kann. Was heißt Entschädigung, das macht mir selber Spaß, dass ich den HSV dazu geschmuggelt habe. Das wollte ich dieses Jahr wieder tun, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich, und da habe ich schon alles von der Quali so berechnet, dass alles perfekt aufgehen würde, aber dann ist mir aufgefallen, dass es Sarpsborg wirklich in FIFA gibt, weil das ist ja ein Team aus Skandinavien. Ich hatte ja eigentlich als so ein Team abgestempelt, was es halt eigentlich nicht gibt. Und ja, dann hat das Ganze nicht mehr funktioniert und so verliert der HSV quasi seinen Spot, den ich ihnen eh gegeben hätte, und muss den sich jetzt gegen Sarpsborg, die ich einfach vergessen habe, erkämpfen. Das heißt, das erste Quali-Spiel ist der Hamburger SV gegen Sarpsborg. Da wird es Hin- und Rückspiele geben, wie auch beim letzten Mal bei der Qualifikation. Aber bevor ich jetzt zur Qualifikation generell komme, auch nochmal eine Änderung. Denn sie wird nach wie vor die Tage auf dem Zweitkanal Max Seifer LP, der in der Beschreibung verlinkt ist, erscheinen. Aber es wird dieses Mal keine Konferenzen geben, sondern wie auch schon in der Gruppenphase der letzten Europa League-Saison einfach nur Zusammenfassungen der Spiele, ganz kurz und knackig. Das ist für mich weniger Aufwand und ich denke, das passt, weil das ist halt auch einfach nur die Qualifikation, die halt quasi ja nicht mal so extrem mega wichtig ist im Vergleich zu anderen Sachen. Ja, okay, dann kommen wir zum Qualifikationssystem. Das ist teilweise relativ kompliziert sogar in dieser Saison. Ich verstehe es selber nicht so ganz, was ich da gemacht habe, aber ich lese es einmal vor. Es gibt ja 16 Spots, die zu füllen sind. Ein Spot geht durch das HSV gegen Sarpsborg-Spiel weg, das heißt, es sind noch 15 Spots über. Und von diesen 15 freien Plätzen gehen 3 nach Deutschland. Das sind die meisten. Also das Land, was die meisten Plätze noch bekommt. Und das ist einfach der Grund, weil nur deutsche Leute die Videos gucken und dann vielleicht interessantere Vereine am Start sind. Und ja, deswegen fange ich mal an mit Deutschland. Da habe ich halt ein bisschen auf die Tabelle der abgelaufenen Saison geguckt und habe halt die Teams, die da noch recht weit oben waren, gegeneinander jetzt spielen lassen. Das sind die 3 Begegnungen, um halt eben die 3 Teams zu ermitteln, die noch in die Gruppenphase kommen. Der VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin, Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf, das ist ja glaube ich sogar ein Derby, und der SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05. So, das sind die deutschen Teams, die neben dem Hamburger Sportverein noch die Chance haben, ja, es ins internationale Geschäft zu schaffen. 3 von ihnen werden es sein. Dann gibt es noch 3 Länder, und da bin ich jetzt nach der 5-Jahres-Wertung, nach der UEFA 5-Jahres-Wertung gegangen. 3 Länder wird es dann noch geben. Oh, ich muss hier mal kurz was machen, eine Sekunde. So. So, also, 3 Länder wird es noch geben, die kriegen 2 Spots, einfach weil sie in der 5-Jahres-Wertung die Top-Länder sind. Das sind England, Spanien und Italien. Und ja, die 2 Duelle um die 2 freien Spots in England sind die Wolverhampton Wanderers gegen den FC Everton sowie Leicester City gegen Watford. Das ist ja sogar ein ganz lustiges Duell, weil da gab es ja auch noch legendäre Szenen. Einmal beim, ich glaube, das war ein Aufstiegsspiel da in den Playoffs, wo es ein Elfmeter gerade verschossen wurde. Mit Konter hat dann Watford das entscheidende Tor gemacht. Irgendwie so war das ja. Deswegen ein bisschen Historie mit drin. Bei Spanien, also ich habe jetzt generell bei all diesen Teams ein bisschen nach den Tabellen der gerade abgelaufenen Saison 2018-19 geguckt. In Spanien sind die beiden Duelle der FC Getafe gegen Athletic Bilbao sowie Real Sociedad San Sebastian gegen Espanyol Barcelona. Und in Italien Atalanta Bergamo gegen Sassuolo Calcio und oder Calcio, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und der FC Turin gegen Sampdoria Genua. Ja, das sind jetzt, ist jetzt der unkomplizierte Teil, und ihr seht, dann sind mit dem HSV den 3 deutschen Spots, den 2 englischen, den 2 spanischen und den 2 italienischen schon 9 weg. Das heißt, 7 Spots gibt es noch zu füllen. Und es gibt einen Haufen anderer Länder in Europa, die es noch in FIFA gibt. Das sind nämlich Frankreich, Portugal, Belgien, Türkei, Niederlande, Österreich, Tschechien, Griechenland, Dänemark, Schweiz, Schottland, Schweden, Norwegen, Polen, Irland und Finnland. Aus diesen Ländern sind Teams vertreten, und daraus muss ich jetzt irgendwie schaffen, dass so 7 Teams rauskommen. Das bedeutet, es wird eine erste Runde in der Qualifikation geben, wo halt in diesen jeweiligen Ländern ich Teams auserwählt habe, die gegeneinander spielen werden. Und dann in der zweiten Runde wird es
Länderduelle geben. Da habe ich dann auch nach der 5-Jahres-Wertung geguckt, dass die besten Länder es mit den schlechtesten Ländern zu tun bekommen und dass es halt so dann immer weitergeht. Und dass die besten Länder ja auch weniger Qualifikationsgegner im Anführungszeichen haben. Aber ich lese das Ganze jetzt einmal, das wird sehr schwer verständlich für euch sein, vor. Denn Frankreich, welches von den restlichen Teams das Beste in der 5-Jahres-Wertung ist, kriegt es mit den Sieger aus Finnland zu tun. Und in Finnland gibt es halt nur ein einziges Team und das ist der HJK Helsinki. Das heißt, der Sieger aus dem französischen Spiel kriegt es mit Helsinki zu tun oder Helsinki. Ich weiß ja, Helsinki oder Helsinki, ich weiß es gerade nicht. Naja, auf jeden Fall ist das Spiel in Frankreich. Lille gegen Saint-Étienne. Und der Sieger aus diesem Spiel wird in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Helsinki spielen. Dann kommt danach Portugal gegen Irland. Und das Spiel aus Portugal ist ein Derby. Es sind beides Derbys, auch in Irland. Denn in Portugal wird es in der ersten Qualifikationsrunde zum Duell zwischen Sporting Braga und Vitória Guimarães kommen. Und Guimarães ist halt so ein Vorort von Braga. Das heißt, da gibt es halt dann ein Derby. Und der Gewinner aus diesem Spiel in Portugal wird in der zweiten Qualifikationsrunde aus dem Gewinner des irischen Spiels, nämlich Shamrock Rovers gegen Bohemian Football Club, ich glaube, oder Bohemians, wie auch immer man sie nennt, kommen nämlich den Gewinner des Dublin Derbys, das gab es auch schon im letzten Jahr. Da konnten sie die Shamrock Rovers durchsetzen und dann sogar in der zweiten Runde sich auch noch gegen die Glasgow Rangers durchsetzen und so sogar in den gesamten Wettbewerb kommen. Und das, obwohl Irland halt die mit Abstand schwächste Liga ist in FIFA. Das war ganz krass. Mal gucken, ob es dem irischen Team wieder gelingt, für eine Überraschung zu sorgen. Ja, dann geht's weiter. In der nächsten Runde treten dann Belgien, Polen und Norwegen gegeneinander an. Das heißt, hier jetzt die nächste Besonderheit bei diesen Duellen, wo drei Länder involviert sind. Das sind insgesamt 4 Stück. Da setzt das Team, was in der ersten Runde im stärksten Land jeweils, das sind Belgien, Türkei, Niederlande und Österreich, gewinnt, setzt in der zweiten Qualifikationsrunde aus. Da müssen dann die beiden Sieger aus den schwächeren Ländern einen Gewinner ermitteln, der dann in der dritten Qualifikationsrunde gegen den Sieger des stärkeren Landes spielen wird. Gucken wir uns mal das erste von diesen 4 Beispielen an. Belgien gegen Polen gegen Norwegen. In Belgien wird Gent gegen Antwerp spielen und setzt dann die zweite Runde aus. In der zweiten Runde spielen dann die Sieger aus Polen und Norwegen gegeneinander. Aus Polen spielen Legia Warschau und Lech Posen, wie letztes Jahr auch, gegeneinander. Da konnte sich letztes Jahr Lech Posen durchsetzen. Und in Norwegen Molde FK und Brandbergen. Und die Sieger von Legia Warschau gegen Lech Posen und Molde gegen Brandbergen spielen in der zweiten Runde gegeneinander, weil das die schwächeren Länder in dieser Ländergruppe sind quasi. Und der Gewinner aus diesem Spiel spielt in der dritten Quali-Runde gegen das Team aus Belgien, was halt eben in der zweiten Runde ausgesetzt hat. So, um das jetzt einmal, das System erklärt zu haben. Ja, Freunde, da ist jetzt gerade tatsächlich meine Kamera voll gewesen, also die Speicherkarte. Jetzt muss ich kurz den Rest hier mit dem Handy machen. Genau, jetzt hatten wir gerade Belgien, Polen und Norwegen. Dann gibt es halt eben, ist halt das nächste Länderduell, Türkei gegen Schweden, gegen Schottland. Wo halt eben der Sieger aus der Türkei in der zweiten Runde aussetzt, wo dann Schweden und Schottland einen Gewinner ermitteln. Und der Gewinner von Schweden gegen Schottland spielt halt in der dritten Runde in der Türkei. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt gefestigt. Wenn nicht, fragt auch mal in den Kommentaren nach oder hört es das noch einmal an, bis ihr das versteht. Genau, also für die Türkei antreten werden Bajak Şehir und Trabzonspor, die werden gegeneinander spielen. Für Schweden AIK Stockholm und Göteborg. Und Hibernian in Schottland gegen Aberdeen wird da das Duell sein. Das heißt, in der zweiten Runde spielen die Gewinner von AIK gegen Göteborg und Hibernian gegen Aberdeen gegeneinander, um in der dritten Runde gegen den Gewinner aus Bajak Şehir gegen Trabzonspor zu spielen. Dann gehen wir weiter. Das nächste Länderduell ist dann Niederlande gegen Dänemark gegen Schweiz. Aus den Niederlanden treten dann Feyenoord Rotterdam und AZ Alkmaar. Die werden gegeneinander spielen in 2 Spielen. Und aus Dänemark Brøndby und Midtjylland. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Und aus der Schweiz der FC Basel und der FC Lugano. Der Gewinner von Basel gegen Lugano wird gegen den Gewinner aus Brøndby und Midtjylland in der zweiten Runde spielen. Und der Gewinner aus diesem Spiel wird in der dritten Runde auf den Gewinner aus Holland, Feyenoord oder AZ Alkmaar treffen. Und der Gewinner daraus ist in der Europa League. Und dann kommen wir zum letzten Länderduell. Österreich gegen Tschechien gegen Griechenland. Und da ist es so, wird aus Österreich, was der stärkste von der 5-Jahres-Wertung hier in der UEFA ist,
wird Lasse Linz gegen Sturm Graz spielen. Und bei Tschechien und Griechenland haben wir das Ding, dass es bei Tschechien halt eben nur noch ein Team gibt, was nicht in Verwendung ist schon in der Europa League. Und das ist Sparta Prag. Genau dasselbe in Griechenland, da gibt es ja auch noch vier Teams im Rest der Welt, Layer, sag ich mal. Und da ist auch nur noch Panathinaikos Athen übrig, deswegen haben sie halt keine Konkurrenten hier im eigenen Land. Die werden in der ersten Runde auch schon gegeneinander spielen, um halt den Gewinner aus Tschechien gegen Griechenland schon da zu ermitteln. Das heißt, hier wird schon in der zweiten Runde zu einer Entscheidung in dieser Ländergruppe kommen. Weil dann eben in der zweiten Runde der Gewinner von Österreich gegen den Gewinner von Tschechien gegen Griechenland spielen wird. So, ich hoffe, das ganze System war einigermaßen verständlich. Die ganzen Qualifikationen erscheinen die Tage auf meinem Zweitkanal. Und wenn die abgeschlossen sind, kommen wir zur Auslosung für beide Sachen auf meinem Hauptkanal. Und dann sollte es auch schon bald im Juli richtig losgehen. Und wir sehen uns dann, wenn es dann richtig losgeht oder bei den Qualis, je nachdem. Guckt auf meinem Zweitkanal vorbei, dort seht ihr sie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.